Erste Foto, da muss ich sagen, okay, erstmal die Gang ist schon mal sehr gut. Also wenn man sieht, Marcelinho, Baschdyk, zwei, muss man sagen, Weltspieler. Da unten, der ist natürlich der Überflieger. Ach, der bin ich, sehe ich jetzt erst. Nein, nur drüber Torben Marx. Nein, aber die Geschichte zu dem Bild, also deswegen, ich hasse dieses Bild. Oder viele von denen aus dem Jahr. Ich war oben duschen, unten war dann einmal im Jahr, ist ja immer dann das Fotoshooting, wo alle kommen, alle Sponsoren und so. Und ich war oben noch duschen. Auf einmal schreien sie, hey Zecke, beeil dich mal. Und ich denke, hey, sind die schon alle draußen, kommen so runter. Gehe dann und stehe und sehe auf einmal, dass meine Koteletten so ein bisschen abstanden. Und ich dachte so, oh nee, warte, ich hol so einen Rasierer und will die so wegmachen, so eine Haarschneidemaschine. Und merkt dann nicht, wie das Gerät dann so zusammenschiebt und ich dann richtig blank gemacht habe. Und ich gucke so und sehe auf einmal, oh mein Gott, so kann ich nicht rausgehen. Ich sage, Mike, die andere Seite genauso. Mike, die andere Seite, in dem Moment schreien die wieder, ey Zecke, in zwei Minuten, sonst gibt es eine riesen Geldstrafe. Dann renne ich runter, nicht mal Wachs oder so in die Haare, draußen waren 35 Grad, ich stehe und merke, wie die Haare trocken werden und hier die Seiten so. Dann habe ich die ersten Bilder gesehen und fürchterlich. Also ganz ehrlich, ich habe Bilder, da sehe ich extrem hässlich aus. Davon gibt es sehr viele, aber das ist nochmal Hammer. Erzähl nochmal was zu der Gang. Ich meine, das waren ja schon Edeltechniker dabei. Sowieso heißt, eine gute Mannschaft. Dabei, alle sind da drauf. Wie kann man sagen, dabei? Da sind alle Edeltechniker drauf. Okay, sagen wir Torben Marx, der ist ein bisschen hölzern gewesen, aber konnte auch ein bisschen. Aber dann die anderen drei, Baschdyk, Marcelinho und Neuendorf, das war schon stark, muss ich sagen, ganz ehrlich. Nee, Marcelinho, der Mann führt Besondere, aber Yildiray Baschdyk auch. Also der war ein Spieler, der war ja ein bisschen, der war jetzt nicht zwei Meter groß, aber der hat so einen Körperschwerpunkt gehabt, konnte Haken schlagen, war Freistoßspezialist, Standardspezialist, Marcelinho genauso. Hier der rotblonde Neuendorf auch. Also war schon, die drei waren schon ein gutes Quartett. Wer war der beste Spieler, mit dem du zusammengespielt hast da zu der Zeit? Ich muss sagen, wenn ich jetzt alle Spieler nehme, da waren schon richtige Granaten bei. Angefangen von Bernd Schuster, ganz früher, wo ich 18, 19 war. Und dann Zé Roberto, Leverkusen, Emerson, Marcelinho in Berlin, Yildiray Baschdyk. Wir hatten in dem Jahr, also René Tretschok fand ich auch immer ein Riesenspieler, oder Darius Wosch, der jetzt rumrennt, Basti Deißler, aber in Leverkusen. Also ich hatte das Glück, ich habe bei Hertha und Leverkusen gespielt, viele Jahre, und die haben immer versucht, um einen Titel mitzuspielen oder um Champions-League-Plätze. Und das heißt also, dass wir immer starke Mannschaften hatten oder gute Spieler. Und jetzt werden, wenn irgendeiner das sieht jetzt von den Herrschaften, mit denen ich zusammengespielt habe, die denken, sag doch mal meinen Namen, sag mal meinen Namen. Ich werde wahrscheinlich viele nennen können, aber fallen mir jetzt nicht alle ein. Bernd Schneider zum Beispiel oder Ballack. Also gibt es ja etliche, die das Glück hatten und mit mir zusammenspielen durften. Und ja, da waren schon ein paar gute dabei. Es gibt ja das Gerücht, dass diverse Diskotheken und Clubs schließen mussten, als Marcelinho aus Berlin weggezogen ist. Stimmt das eigentlich? Oder warst du mal mit ihm feiern damals? Ja, also was heißt mal? Also, man muss dazu sagen, Wir waren gern unterwegs und wir hatten auch damals auch eine Menge zu feiern. Und Marcelinho war halt einer, der halt oftmals den Ladenschlüssel hatte und musste abschließen. Deswegen ist er nur geblieben, sonst wäre er auch früher gegangen. Und so und ich konnte ihn nicht allein lassen. Deswegen war es so, dass ich öfter mit dabei war. Also jetzt, wenn jetzt wegen Marcelinho, Marcelinho war damals zum Beispiel in dieser brasilianischen Fraktion dann dabei, Ipanema, das war Torstraße, dann sind wir da gegangen. Da war es dann oft so, bis 22 Uhr gab es Essen. Also, wo ich das erste Mal da war, war ich ein bisschen überrascht. Da kommst du rein, normale Tische, so Holztische, so ein bisschen rustikal, einfach. Sitzt denn da, kommen Essen, richtig gutes Essen und so. Und irgendwann fangen sie an, die Tische zur Seite zu räumen und alles bewegt sich und alles arbeitet. Also auch die Gäste schieben zur Seite, dann kommt auf einmal Live-Musik rein. Dann kommen irgendwelche Tänzerinnen rein und auf einmal wird daraus ein Partyclub. Also von jetzt auf gleich und so. Und dann aber mit so einer Lebensfreude halt, wie man es dann halt von den Brasilianern auch kennt. Und dann hat man auch ab und an die Zeit vergessen. Aber hört sich jetzt übertriebener an, als es denn vielleicht war. Also es war nicht so, dass wir das während der Trainingszeit gemacht haben, sondern halt schon in Pausen. Wer war damals Röber Trainer? Ja, ne? Ja. Also, Jürgen Röber war Trainer, aber da, es waren andere. Hub Stevens war Trainer, Falco Götz war Trainer. Ja, Hub Stevens hat das doch nicht durchgehen lassen, oder? Wenn der das spitz bekommen hat? Also ich kann mich an eine Geschichte mit Hub Stevens erinnern. Da war auch so, da war das gerade so ein bisschen innen mit Handys, dass man so Bilder gemacht hat. Da haben wir in Bremen verloren, 3-1 verloren, sind nach Hause gekommen und ein guter Freund von mir hat Geburtstag gehabt. Habe viele Freunde und jedenfalls war ich dann auf jeden Fall bei seiner Geburtstagsfeier. Und da gab es halt ein paar Bilder, wie ich dann halt mit einem Kaltgetränk in der Hand da so Bilder gemacht hatte.
am Montag zum Training ruft mir Hub Stevens rein und fragt mich so, und ich bin ja grundehrlich, da meint er dann so, Zecke, was hast du am Wochenende gemacht? Da habe ich zuerst verloren in Bremen und dann meint er, ja, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Die Frage ist, was hast du gemacht nach dem Spiel? Da meinte ich, ja, und ich wusste schon, worauf es hinausgeht. Da meinte ich, ja, dann war ich ein bisschen beim Geburtstag, habe ein bisschen gefeiert. Und da hat er gesagt, wie kann man da feiern und so. Da meinte er, aber wenigstens bist du ehrlich. Da holt er so zwei Blätter raus und sagt so, hier, guck mal. Und da sieht man mich halt, wie ich da feier so. Und dann sagt er, guck mal, haben sie uns zugeschickt. Und dann hat er gesagt, aber wenigstens warst du ehrlich. Aber wenn wir verlieren, dann gibt es eigentlich nichts zu feiern. Und ich habe dann so gedacht, na gut, okay, dann gibt es halt nichts zu feiern. Aber so fing es an, dass man auch bei mir dann mich nachgestellt hat. Oder dass Fans, wenn sie gemerkt haben, wir haben kein Spiel gewonnen oder ein Spiel verloren. Und die waren dann selber auf der Party, aber wollten nicht, dass ich dann feiere, weil ich das Spiel verloren habe. Keine Ahnung. Mhm. Das ist echt ein Klassiker. Erstmal muss ich sagen, das Bild ist Hammer. Jetzt schau, als für so einen Laienkünstler, da habe ich auch eine schöne, was ist das überhaupt für eine Jacke? Ja, schöne Lederjacke an. Mein Haar silberblond. Aber eigentlich ist ein cooles Bild, wenn man guckt auf dem Trainingsplatz und dann mit meiner Staffelei. Also wenig gestellt. Und was ich drauf gepinselt habe, das ist sensationell. Fernsehturm, Funkturm, Siegessäule, Brandenburger Tor, Olympiastadion, Taxi. Ach, Hammer. Kannst du mal den Hintergrund erzählen? Das hat ja was mit deinem Spitznamen auch zu tun. Nee, aber dieses jetzt nicht. Also okay, ja, okay. Bei mir, ich wurde von einer Zecke gebissen in Leverkusen. Ich kam nach Leverkusen. Da gab es drei Leute, die hießen Andreas Fischer, Andreas Toben und Andreas Neuendorf, das bin ich. Und kam dahin, 18 Jahre alt. Dann ging es weiter, unser Trainer, Co-Trainer, damals Peter Herrmann. Und wir haben damals in Berlin immer zu einem, den wir nicht kannten, Peter gesagt. Ey, Peter, gib mal einen Ball her, Peter, komm mal her. Peter, wie spät? Immer so, haben wir immer Peter gesagt. Jedenfalls haben wir Eck gespielt und ich kannte halt die Superstars. Also so ein Andi Toben, Ulf Kirsten, Bernd Schuster, Rudi Völler, die kannte ich. Aber die nix gegen euch jetzt, aber so Markus Happe oder damals Christian Wörns oder wie sie alle, Jens Melzig, zur damaligen Zeit kannte ich die noch nicht so richtig, wussten die, wer das ist. Ion Lupescu, auch wenn es national ist, aber ich hab das nicht so verfolgt. Und jedenfalls sag ich dann mal, Peter, gib mal einen Ball, Peter. Und irgendwann hat Peter Herrmann, der mit Eck gespielt hat, gesagt, sag mal, sind wir beide zusammen zur Schule gegangen? Dann meinte ich so, nee, du bist doch viel älter. Und alle haben wieder so gelacht, so, weißt du. Und ich dachte, hey, was will er denn jetzt von mir? Und ich wusste nicht, dass er Peter Herrmann hieß. So. Und dann weiter, ey, Peter, gib mal einen Ball. Und er so, jetzt reicht. Dann ist er mit mir rausgegangen, so hat er gesagt, komm mal mit. Da habe ich gesagt, was ist denn? Dann meinte er so, sag mal, du kannst mich nicht immer Peter nennen. Du bist hier 18 Jahre, bist gerade frisch gekommen. Die anderen sagen Trainer und so und du sagst immer Peter. Und da habe ich erst geschnallt, er heißt Peter. Dann habe ich gesagt, du, ich meine nicht dich, sondern ich meine immer der, der den Ball hat. Die heißen alle für mich Peter, weil ich die Namen nicht alle kenne. Und dann hat er so gelacht, wir sind zurückgegangen. Dann hat er zu den Jungs im Kreis gesagt, weil sie ihn ausgelacht haben, hat er gesagt, ich muss euch auslachen. Der weiß nicht mal, wie er heißt hier. Und so hatte ich dann schon so einen kleinen Ruf weg da als 18-Jähriger nach einem Training. Dritte Trainingseinheit hat mich eine Zecke gebissen in der Kniekehle. Daraufhin habe ich eine Blutvergiftung bekommen nach ein paar Tagen, weil ich da rumgekratzt habe. Bin zu unserem Dieter Czolek gegangen, der Physio. Habe ihm das gezeigt, hatte damals eine kurze Hose und da ging der Strich, schon ein blauer Strich, hoch bis zur Leiste. Der hat den Bus angehalten, hat gesagt, so direkt ins Krankenhaus, Intensivstation, leichter drei Tage. Intensivstation, bis die Blutvergiftung zurückging. Und dann kam ich wieder und dann sollte ich Tabletten abholen. Und da lag Ulf Kirsten auf der Massagebank und hat gesagt, ah, da kommt ja die Zecke. Und ab dem Moment haben mich alle Zecke genannt. Dass ich denn Zecke auf dem Rücken als Spitznamen haben wollte, das hat sich nur so ergeben, immer wenn wir eine Autogrammstunde hatten, meistens immer Jahresanfang oder so, dann stand da immer eine Riesenschlange. Und ich habe immer geschrieben, Andreas Neuendorf. Und die Leute haben immer gesagt, Zecke, kannst du mal unterschreiben. Die Presse hat auch nur noch geschrieben. Am Anfang hieß es Andreas Zecke Neuendorf, dann haben sie nur noch Zecke Neuendorf und irgendwann stand nur noch Zecke. Und ich war der Einzige, der immer noch weiter Andreas Neuendorf. Da habe ich gesagt, ach, dann schreibe ich mal Zecke. Und das ging viel schneller. Und da habe ich gesagt, ach, dann schreibe ich immer nur Zecke. Und so. Und irgendwann kam einer auf die Idee und hat gesagt, warum heißt du nicht auf den, alle nenne ich Zecke. Dann bin ich zum Passamt gegangen, habe gesagt, nee, da habe ich gesagt, ich will das auf dem Rücken haben. Und der DFB hat damals gesagt, geht nicht. Nur was im Pass steht. Bei den Brasilianern geht es auch ohne Pass, keine Ahnung. Mir hat man das nicht abgenommen. Bin ich zum Passamt gegangen, habe gesagt, ja, hallo, ich würde gerne, dass mein Künstlernamen, habe so einen Batzen Zettel mitgenommen, wo irgendwie immer drauf stand, dass die Öffentlichkeit mich Zecke nennt. Bin ich reingegangen, hat die Dame gesagt, tut mir leid, Fußballer sind keine Künstler und geht nicht. Das ist Künstlerordenstitel. Eintrag da können wir nicht machen. Daraufhin habe ich dann gesagt, okay, bin gegangen. Und auf dem Weg raus meinte die Dame dann zu mir, malen Sie doch ein paar Bilder. Dann habe ich so überlegt, ich dachte, war so ein bisschen flapsig von ihr. Bin zurück, habe bei Hertha, damals Pressesprecher Hansi Felder, habe ich gesagt,
die hat gesagt, ich soll ein paar Bilder malen. Und er dann gleich, ah, klick, okay, dann komm, Staffelei raus und dann zwei. Da hatte ich so zwei Leinwände und auf einer, ich wusste gar nicht, was ich malen sollte. Und da habe ich so überlegt, okay, dann hier ein Kreis, Viereck, Dreieck, Quadrat, alles so. Und mit der anderen Leinwand, weil ich keinen Lappen hatte, habe ich immer den Pinsel sauber erwischt. Und wieder so. Auf einmal sah das, wo ich den Pinsel sauber erwischt habe, besser aus als das, was ich gemalt habe. Dann haben wir gesagt, ach komm, wir geben beide halt für einen guten Zweck weg. Haben das dann versteigert und eine Woche später bin ich zum Passamt gegangen. Die haben das da alle anscheinend verfolgt und meinten, ah ja, da kommt der Künstler. Stempel rein in meinen Reisepass und im Personalausweis beantragt. Und dann durfte ich den Zecke auf dem Rücken haben. Somit, ich habe weder Kunst studiert, und doch bin ich Künstler, weil ich was gemalt habe. Ja, ich muss sagen, Kingsley kenne ich aus Kindergartenzeiten und so. Und Kingsley hat auch bei Stern gespielt und so. Kingsley, was er auf alle Fälle konnte, er konnte nicht verlieren, war sehr giftig, ehrgeizig. Und, aber jetzt der beste Spieler, mit dem ich hier zusammengespielt habe, das wage ich zu bezweifeln. Aber er ist bestimmt ein guter. Oder war ein guter. Deswegen, aber es gibt so Leute, die siehst du dann so nach 20 Jahren wieder. Und das war damals auch, irgendein Bild habe ich nur von ihm gesehen, habe mich gleich gefreut. Also, ich hoffe, ihm geht's gut. Hast du verfolgt, was er danach gemacht hat, musikalisch? Irgendwann habe ich das mal gegoogelt so und da habe ich so ein, zwei Auftritte von ihm gesehen. Kennt ihr den? Habt ihr den mal gesehen? So, ich meine jetzt von seinen Auftritten. Ja. Das war schon strange so ein bisschen. Also war schon ein bisschen, da musste schon, ich habe jetzt so vor, irgendwie, glaube ich, war mit so einer Sturmhaube irgendwo bei so einem Interview, Live-Interview irgendwo. Also schon, naja, er ist schon irgendwie, er hat schon was irgendwie. Er kann auf alle Fälle. Also für die Unterhaltung ist er, glaube ich, dann ist er geboren. Also. Sonnenbank-Flavor. Da bin ich reingekommen, dass wir in Berlin, ein guter Freund von mir, der, sagen wir mal, das Management auch von Bushido kennt. Und das war eigentlich Zufall. Wir waren alle unterwegs gewesen und zeitgleich haben die das Musikvideo gedreht, irgendwie in Berlin. Und haben dann angerufen und wir saßen dann zusammen im Auto und haben gesagt, wie mit Zecke, ey, cool, wir machen jetzt gerade das Musikvideo und so. Ey, hat er ein Trikot dabei, dann können wir doch irgendwie das machen. Er zieht mein Shirt an, ich zieh sein Trikot an, weil da in diesem Lied gibt es eine Textpassage. Kenne ich noch auswendig, meine Live-DVD, ich bin für Berlin, Hertha BSC. Da kam es dann, dass ich das... Malik Fatih war ja auch mit dabei gewesen, der hatte auch sein Trikot mitgenommen. Und wollte unbedingt, dass Bushido eigentlich sein Trikot anzieht, aber er hat sich dann für Mainz entschieden. Aber Malik, deswegen guckt er ja so ein bisschen traurig. Nee, aber das war halt, damals war das halt, war das schon was. Aber selber Musik hast du nie gemacht, bist bei der Kunst geblieben dann, oder? Ja, genau, bei der Kunst bin ich geblieben. Nein, ich hab mal ein bisschen aufgelegt, hab mich als DJ mal so leicht probiert. Weil mit Christian Fährmann, Ferry, der auch bei Hertha gespielt hat, so also als Aufstiegsheld auch galt, hat auch einiges gemacht. Der legt auch auf, ist DJ. Tja, und da habe ich es auch ein bisschen mal probiert. Hab noch ganz, ganz viele Platten zu Hause. Und, aber ich konnte es auch nie so richtig. Bei mir war immer alles neben Fußball habe ich immer so leicht. Ich finde immer alles vieles spannend. Und am Ende, aber so, dass ich jetzt sagen kann, ich kann's. Was machst du heute? Außer heute jetzt gegen der Traditionsmannschaft? Achso. Nee, heute trainiere ich. Ich bin Trainer der U17-Mannschaft bei Hertha BSC und das mit viel Freude. Und das ist auch ein Job, den man nicht nur zwischendurch macht, sondern da bin ich fest dabei. Ich trainiere auch tagsüber die Schulmannschaft von uns denn. Von daher also ganz dem Fußball treu geblieben, weil ich was anderes wahrscheinlich nicht so hundertprozentig hinkriegen würde.